Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. In unserer Studie konnten wir zeigen, dass der Coronavirus tatsächlich Herzmuskelzellen, die Zellen, die zum Zucken und zur Kontraktion des Herzens beitragen, infiziert werden und dadurch geschädigt werden. Mein Name ist Stefanie Dimmerler. Ich bin Direktorin des Instituts für kardiovaskuläre Regeneration in Frankfurt und forsche an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Anlass war, dass wir natürlich im März allesamt überrascht waren von dieser Covid-Welle. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ob dieser Virus das Herz befallen kann und was es bedeutet, eine Covid-Infektion zu haben. Und zu dem Zeitpunkt war völlig unklar, weltweit unklar, was der Virus macht, welche Organe er befällt. Man hat da ja gar nichts gewusst. Und deswegen wollten wir untersuchen, ob der Virus direkt auf Herzmuskelzellen angreifen kann. Was uns wichtig erschienen will, wenn das der Fall ist, dann muss man natürlich auf Herzprobleme achten und möglicherweise auch die Patienten beobachten. Wir haben deutschlandweit verschiedene Modelle zusammengesammelt, muss man sagen, weil normalerweise würde man Tierversuche machen, um solche wichtige Fragen zu klären. Aber in dem Fall infiziert das Covid-Virus die normalen Tiermodelle wie Maus oder Ratte nicht. Und deswegen mussten wir menschliche Modelle sozusagen aufbauen und nutzen. Und wir haben das gemacht, indem wir unsere eigenen Modelle genommen haben. Wir haben so kleine Herzen, die Mini-Herzen, die schlagen. Aber es gibt auch verschiedene andere Arbeitsgruppen in Deutschland, die verschiedene Techniken haben. Es gibt welche, die haben so Kontraktionsapparaturen, wo man die Herzmuskelzellen einspannen kann und die sich wirklich dann auch, also Muskeln bilden. Und es gibt in München eine Arbeitsgruppe, die hat, die nimmt Herzgewebe aus Menschen, aus übrig gebliebenem Herzgewebe, wenn man transplantiert wird, bleibt das Herz übrig. Und aus diesen Herzen entnehmen die Mitarbeiter dann Herzgewebe. Und das kann man auch sozusagen in kleine Biokammern einspannen und weiter untersuchen. Und mit diesen verschiedenen Modellen haben wir alle gearbeitet, um herauszufinden, was der Virus mit den Herzmuskelzellen macht. Also wir konnten in allen Modellen, die wir haben, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, sehen, dass der Virus tatsächlich die Herzmuskelzellen befallen kann und dass zunächst sind die Zellen gestresst, also zum Beispiel die Mini-Herzen haben stärker gezuckt und nach 2-3 Tagen sind Einzelzellen dann abgestorben und die Kontraktionskraft, also die Kraft des Herzens dann zu schlagen, ist dann reduziert worden in diesen Modellen und wir haben toxische Effekte beobachtet, nach längerer Zeit in hohen Dosierungen von dem Virus. Also einfach gesagt, Teil der Herzmuskelzellen sind abgestorben. Aber warum die aufhören zu zucken, wissen wir eigentlich jetzt noch nicht. Wir haben nur beobachtet, dass diese Mini-Herzen nicht mehr schlagen. Aber was dann genau neben den paar Zellen sind abgestorben, aber die anderen Zellen haben auch aufgehört zu schlagen. Vielleicht sind sie zu sehr gestresst, dass diese Signale, die normalerweise notwendig sind für das Schlagen, dann nicht mehr funktioniert haben. Also man muss vielleicht zuerst mal einschränkend sagen, das sind natürlich nur Modelle, wo wir den Virus direkt mit den Herzmuskelzellen in Kontakt bringen. Im Menschen passiert das ja nicht. Die Viren müssen ja zunächst aus dem Gefäßsystem ins Herz eindringen können. Und da gibt es mehrere Barrieren. Es gibt Endothelzellen, das sind innere Zellen der Gefäßwand, die schützen das Herz. Insofern muss man sagen, wir können nur sagen, dass wenn der Virus durch diese Barriere ins Herz eindringt, dass dann der Virus die Herzmuskelzellen befallen kann, das ist eine wichtige Einschränkung unserer Experimente. Aber wenn Sie fragen, was das bedeutet, das bedeutet trotz alledem, dass der Virus theoretisch, wenn er diese Barrieren überwindet, Herzmuskelzellen töten kann und auch aktivieren kann, stressen kann. Und das ist natürlich schon wichtig in dem Fall, dass man Menschen, die Covid-Infektionen haben, vor allem langfristig, dass sie darauf achten, dass das Herz sozusagen nicht geschädigt ist und dass man vielleicht dann auch, falls man eine Herzschädigung hat, entsprechend Medikamente frühzeitig einsetzt. Am Anfang hat man damit nicht so gerechnet und ich denke, jetzt ist es so, dass man weiß, dass man die Person wesentlich stärker beobachtet und auch früher schon herzschützende Medikamente zum Beispiel einsetzen kann, gefäßschützende Medikamente einsetzen kann, sodass dieser Virus gar nicht erst die Gefäßbarriere überwinden kann. Und wir glauben, dass das schon eine wichtige Erkenntnis ist. Und drittens, was wir auch machen können und gemacht haben, wir haben verschiedene Medikamente getestet, um zu schauen,
was jetzt schützen könnte, wenn so eine Infektion stattfindet, und haben da ein Molekül gefunden, eine Protease ist das, die notwendig ist, um den Virus in Herzmuskelzellen aufnehmen zu können. Und da haben wir Inhibitoren auch gezeigt, dass solche Inhibitoren dann auch die Aufnahme hemmen können. Das heißt, das ist auch was man vielleicht sich überlegen kann bei Patienten, die wirklich Herzprobleme akut haben, mit einzusetzen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, und das ist auch in Übereinstimmung mit Daten, die wir aus ganz großen Patientenstudien aus Deutschland mittlerweile wissen, ist, dass wir Patienten sehr früh erkennen müssen, die diese Aktivierung des Immunsystems haben, die diese Gefäßstörungen haben, um möglichst frühzeitig zu therapieren, sodass es gar nicht erst zu einer Herzentzündung kommt. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die wir gewonnen haben in den letzten Wochen und Monaten, auch aus klinischen Daten, sodass man gerade Patienten mit Herzerkrankungen ganz gut kontrolliert beobachten muss, um die gar nicht erst in die komplizierte Phase eintreten zu lassen.